Hi Leute, willkommen zurück zum Inquisitor und dem dunklen Folterkeller hier. Wir haben letztes Mal, ja, diesen Zeugen verhört, mehr oder weniger. Also beinahe hätte er ihn gefoltert, der Scharfrichter. Und jetzt sollen wir in die Unwelt gehen. Da ist er, der ekelhafte Kerl. Betet, wie es euch behagt. Der Nachbar hier ist abgehakt. Was für ein Komiker. Na, ist mir echt egal. Perfekt. Der Typ ist echt gestört, glaube ich, der Henker, der Scharfrichter. Bewacht inzwischen den Gefangenen, aber krümmt ihm ja kein Haar. Bewachung ist mir viel zu öde. Wer es oft macht, wird schnell blöde. Bevor ich meinen Nerven schrott, versenk ich den Befehl im Pott. Zum Glück stinkt der noch nicht. Ne. Lustig, ja. Vater unser aller König, nimm uns unsere Schwäche, damit wir nicht vergeben unseren Schuldigern. Und ziehe das Böse aus der Finsternis, damit wir es in deinem Namen besiegen können. Amen. Es geht eigentlich ein bisschen anders, glaube ich, das Glaubensbekenntnis. Aber ist ja auch egal. Erlöse uns von dem Bösen. Oh Gott, ich weiß es gar nicht. Vergib uns, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und nicht, lass mich die Schuldigen bestrafen. Blitz! Ein Blitz blendet den Arter und gibt dir Zeit zu entkommen. Wenn der Wächter der Unterwelt sich dir nähert, beginne zu beten und drücke Y. Aha, die Verwendung des Blitzes kostet dein Licht. Also hier geht es wirklich nicht darum zu kämpfen, sondern einfach nur den Arter abzuwehren, ja. Und ich brauche immer diese drei Splitter da. So. Arthas Schleier, einige Teile der Unterwelt sind in die Leere getaucht. Es sind tückische Orte. Sie verlangsamen dich, wenn du sie betrittst und lenken so die Aufmerksamkeit des Arthas auf dich. Oh je. Da zum Beispiel. Eben gerade war er da drüben, deswegen... Oh, das war knapp. War ganz kurz abgelenkt. Da ist er gerade, der Arthas. Oh, muss ich jetzt unbedingt dahin, wo er gerade ist, oder? Ich gehe nochmal zurück. Mir gefällt diese Unwelt irgendwie. Also vom Style her ist es auf jeden Fall sehr schick gemacht. Der ist überall gerade, ha? Huh? Ist ja auch egal, wo ich zuerst hingehe. Vielleicht gibt es ja auch mehrere. Weiter, glaube ich. Aber dass ich nicht gegen die kämpfen kann, hier, diese Arterviecher. Das ist ein bisschen schade. Das ist das Erste.
Oh oh. So. Da haben wir den ersten Splitter. Sind die jetzt verschwunden? Nee. So schwer ist es eigentlich gar nicht. Du musst nur aufpassen, dass das Vieh dich nicht sieht. Beziehungsweise die kleinen Typen einen nicht sehen, dann war es das schon. Wird auch schwerer sein. Wie gesagt, ich würde ja gerne kämpfen, warum nicht? Also. Oh. Er kommt nicht nach. So ein bisschen mit Laserstrahlen oder so. Oder was nicht, so mit Glaubensblitzen rumballern und er muss dann versuchen, mich abzuballern und keine Ahnung. Das hätte ich ganz lustig gefunden. Erstmal hier. Da war ich ja schon. Rom. So. Das ist, glaube ich, auch egal, wo ich lang gehe. Das sind immer so Rundwege hier. Aber wie gesagt, so, optisch gefällt mir die Welt sehr gut hier. Ich hoffe ehrlich gesagt nur, dass es nutzt sich nicht zu sehr ab irgendwann. Kann ich mir leider gut vorstellen, wenn du jetzt irgendwie so 10-mal in der Underwelt bist. Oh, oh. Hau ab! Große wieder, ha? Jo. Oh nee, das ist dunkel. Ja, das macht's halt wieder ein bisschen zu einfach, ne? Oh nein! Oh, ich kann ja doch kämpfen. Beziehungsweise ich muss doch kämpfen. Oh nee. Ja, aber da kommt hier der Große und dann ist das ein bisschen schlecht, ne? Deswegen kämpfen ist so ein bisschen gefährlich hier. Aber der Arthur muss einen nur sehen, dann kriegt man halt direkt schon Schaden. Deswegen verzichte ich da erstmal drauf zu kämpfen. Ne, wie gesagt, also ich glaube, das wird sich sehr schnell abnutzen, wenn man das jetzt ständig machen muss. Deswegen hoffe ich, das ist nicht immer der Fall, sondern es ist ein bisschen mehr Gequatsche, ein bisschen mehr Rollenspiel halt. So, wir haben alle. Ne. Hä? Okay. Es fehlen noch 2 Stück. Ich dachte, es wären immer 3, aber ja. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. So, machen wir das mal frei. Ich finde es sogar ganz okay, das artet jetzt nicht so aus mit den Quicktimes, dass man da sich blöd drücken muss, sondern es sind jetzt vielleicht so 5-mal, was ich drücke, das geht ja noch. Also wenn ich jetzt die ganze Zeit spammen müsste, dass ich wieder so eine Sehnscheidnetzung davon kriege, dann wäre das echt anstrengend. Aber das ist okay. Das ist okay. So. Sternisches Land.
Geht's jetzt da noch um den Mord, ja? Also... Das war gerade die Person wahrscheinlich, die sie umgebracht hat. Ich habe erst gedacht, diese Rotkutte, das war eine Frau. Also aus der Vision, das sah sehr feingliedrig aus, sage ich mal, die Person. Ah, guck mich nicht an. Ah, shit. Ja, die Kämpfe sind halt... Für Souls-Veteranen nicht gerade schwer, muss ich sagen. Einfach nur draufhauen und über die Kombos beachten. Was ist das? So, jetzt haben wir aber alle. Ihr habt sicher schon gemerkt, ich lese die Tagebucheinträge nicht mehr alle vor. Das ist irgendwie... Das sind die Informationen, die wir eh schon erhalten haben im Prinzip. Ich werde manchmal reingucken, aber ich werde es nicht immer alles vorlesen. Das ist... Glaube ich, ein bisschen zu viel des Guten. Ich frage mich auch, warum er so eine andere Kutte anhat. Der hat ja normalerweise so eine schwarze Lederrüstung, so wie Geralt ungefähr bei The Witcher. Und jetzt hier sehe ich fast schon aus, als... Ich weiß nicht. Ist halt sehr anders, ne? Was ist das für ein Dolch? Und wieso so voller Blut? Unbarmherziger Gott, was habe ich getan? Ist doch eine Frau. Und die Nierchen rausgeschnitten. Was ist das? Oh Gott! Störrisches Weib, wo ist der Dolch? Was habt ihr damit gemacht? Wer hat das gesagt? Aha, also sie war... Nicht sie selbst, ja? Es ist halt auch sehr besonders, dass er so eine Gabe hat, würde ich behaupten. Sieht aus wie ein gewöhnlicher Dolch. Aber es muss mehr daran sein. Sonst hätte ich ihn nicht in der Umwelt benutzen können. Ich frage mich, wozu er noch gebraucht werden kann. Der Bettler hat nicht gelogen. Er muss freigelassen werden. Ja, das wird dem Scharfrichter natürlich sehr gut gefallen, ne? Ich muss gestehen, guter Herr, diese Ansicht mag ich sehr. Die kleinen Kameraden hier, sie helfen bei der... Ich wette, der foltert ihn schon oder tötet... Oder er ist schon tot vielleicht. Ja, wow. Alter. Da seid ihr, Mortimer. Während ihr zu Gott gebetet, habe ich hier Fleisch geknetet. Die Ratte, Alter. Unmöglich. Geht, schlagt Alarm. Dies Gebaren bringt nichts als Harm. Kann ich denn bitte... Boah. Den Namen von Gott, dem Herrn, missbrauchen. Nee. Wie ist das geschehen? Ich fing Ratten, ja, ziemlich viel. Ließ sie hungern für mein Spiel. Sie sollten richtig wütend sein. Ja, für ihr Mahl durch Fleisch und Bein. Muskeln und auch Innereien. Der Sünder hier war schwer in Pein. Alter. Dafür sollte euer Kopf rollen. Enthauptet diese Nager doch, wenn ihr sie fangt aus ihrem Loch. Oh, ich hoffe, den können wir später erledigen. Der Bettler war unschuldig. Ihr mögt das Ergebnis nicht? Ich war wohl etwas liederlich. In Zukunft werd ich vorbildlich. Wenn ihr das seht, dann seid ihr froh. Niemand kann es nämlich so. Er schert sich nicht im Mindesten darum, was er getan hat.
und er dichtet weiter. Entweder ist er verrückt geworden oder bei den Nägeln und Dornen. Als ich hier ankam, sagte Roland etwas davon, dass die Maske des fidelen Scharfrichters seinen Kopf mit Reimen füllt. Könnte sie verflucht sein? Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Nimm die Maske ab. Meine Maske wollt ihr, Herr? Das wird für euch ziemlich schwer. Mein Mordemann, nun fangt mich doch. Auch wenn ich euch dann unterjoch. Alter, dieser ekelhafte Typ. Ich krieg da echt Gänsehaut. Na toll. Ja, ist mir doch egal, auch wenn sie verflucht ist. Der Typ, der hat Spaß daran, Leute zu quälen und umzubringen. Das Zeit wird zeigen, ob ihr es schafft. Gegen Rolands ganze Kraft. Ja, warte nur ab. Ich hoffe, ich kann ihn fertig machen. Wie gesagt, Scharfrichter, die sollten eigentlich keinen Spaß haben dabei. Ich habe da mal irgendwann so eine Doku gesehen. Natürlich müssen die ihren Job machen, aber die sind eigentlich eher so drauf, dass die halt versuchen, den Opfern wenig Schmerzen zu bereiten. Der Aufenthalt in der Dunkelheit ist gefährlich. Scharfrichter Roland lauert dort und macht Jagd auf Mordemar. Da bin ich zu lange im Dunkeln und suche nach einer Lichtquelle. Fackeln in den Verliesen haben eine begrenzte Brenndauer. Sie können auch von Scharfrichter Roland gelöscht werden. Zünde sie wieder an, indem du mit ihnen interagierst. Wenn alle Fackeln erloschen sind, sind die Feuerschalen die letzte Rettung. Sie brennen immer und in ihrer Nähe ist Mordemar vor Angriffen aus der Dunkelheit sicher. Finde sie, wenn du Licht brauchst. Hier bin ich! Ja. Du widerlicher. Alter, das ist halt... Ich werde ihn verschwinden lassen. Das ist ein Trick. Du bist doch scheiße, ne? Hat er jetzt einfach so getötet, ohne Grund. Wir spielen hier Verstecken. Bist du ein widerlicher Kerl? Wie groß ist bitte dieser Folterkerker hier? Ja. Gar nicht wahr. Alter. Du kranke Sau. Kann ich dir bitte jetzt töten? Danke. Hier endet die Suche. Oh ja, bitte, lass mich ihn erledigen. Roland? Wo seid ihr? Ich bin's, Amelia. Das Mädchen bringt die Mahlzeit mir. Ehrlich, dafür dank ich ihr. Ich zeig ihr, wie ihr Blut aussieht. Doch, damit sie mir nicht flieht, schwör ich sie zu den Leichen hier. Sag mal, Mordemar, was ist los mit dir? Lass dich doch nicht so überrumpeln, du bist doch ausgebildeter Kämpfer. Ja, am Ende tötet er das Mädchen jetzt, ne? Sucht!
Toll, jetzt weiß ich nicht. Hier bin ich! Jetzt weiß ich nicht, wo er ist. Scheiße. Ich bin da, wo ihr nicht seid. Wenn nicht alles eingestürzt wäre. Wo seid ihr, Scharfrichter? Boah, ist aber auch so dunkel hier. Oh, ihr seid es wieder. Oh nein. Schwede, ey, dieser dumme Mortimer auch. Lasst mich hier raus! Hilfe! Zu Hilfe! Ruf weiter! Alter, das ist so ein Labyrinth hier. Wie kann sich hier jemand nur zurechtfinden? Lasst mich hier raus! Ach, da ist sie. Lasst mich frei! Ich flehe euch an! Der Scharfrichter ist verrückt geworden. Er will mich in Stücke hacken. Wo ist er hin? Ich weiß nicht. Er sagte nur, er müsse seinen Tisch und seine Werkzeuge vorbereiten. Dann war er weg. Lasst mich frei! Na toll. So, ich habe jetzt mindestens 20 Minuten nach ihm gesucht, nach Roland. Ihr sucht? Ich finde. Ja, cool. Und jetzt werde ich von ihm angegriffen. Ich wollte mal. Ich wollte mal ins Notizbuch reinschauen. Aber ich kann nicht beten, Sucht übrigens. Weiter! Weiter! Ja, ich kann nicht weiter, beten. Vielleicht findet ihr was. Er stinkt nach Tod. Ja, gut, dass du das sagst. Oh. Okay. Ich hab nämlich Der eben Schurke noch. Der will das Mädchen stehlen. Doch dieses Ziel wird er verfehlen. Genau, ich habe nämlich eben noch, bevor ich... Halt aber die Schnauze! Bevor ich hier die Aufnahme wieder gestartet habe, habe ich gesehen, dass da noch ein Interaktionspunkt ist. Aber das muss einem erstmal gesagt werden, dass man hier das machen kann. Und da ist er. Ich kenne den Weg hier raus. Folgt mir! Ich will ihn erledigen. Ich will nicht hier raus. Oh, Dead by Daylight. Der verrückte Clownkiller, oder? Oh, okay. Oh je, oh je, oh je. Folgt mir! Ich möchte ihn erledigen und nicht hier raus. Zurück! Mist! Hier geht's lang, heb mich hoch! Ich bin hier! Ich bin hier, ihr Kuscheltier! Ich verstehe ihn wirklich nicht. Das ist doch kein schwerer Gegner wahrscheinlich. Komm, lauf!
Teufel! Loslassen! Nein! Lasst mich hier raus! Ich bin... Schuldig! Schuldig! Das weiß ich! Komm, komm, Inquisitor! Los, los, los! Sag mal, wie kann sie sich hier zurechtfinden? Ja, die Tür! Inquisitor, hört gut zu. Schlechte Laune kommt im Nu. Das hier ist nicht mehr zum Lachen. Drum werde ich jetzt Pause. Beim Schwert des Herrn. Er hat sich von innen verbarrikadiert. Ich muss mit dem Wachhauptmann sprechen. Vielleicht können seine Männer dem Scharfrichter die Maske abreißen. Ist doch egal. Also... Selbst wenn er nur verrückt ist durch die Maske, der Typ ist gestört. Der war vorher schon viel zu killgeil und wollte Leute einfach so umbringen. Wo ist euer Hauptmann? Ich muss mit ihm reden. Er sollte jetzt im Gasthaus sein. Auf jeden Fall interessant, diese Aufgabe gerade. So, ich will jetzt mal ins Notizbuch gucken. Mordopfer, was haben wir hier, der Stock... ja, jede Dienerin der Gräfin trägt eine Halskette mit einem violetten Stein. Das ist Isabellas Zeichen und signalisiert den Händlern, dass sie diese Mädchen zuerst bedienen sollen. Das hatten wir ja schon. Ja, der Kardinal nimmt an, dass die Hure von einer Rivalin getötet wurde, was Quatsch ist. Das Kartenspiel hatten wir. Der Gestank von Blut und Tod. Angst, Blut, Exkremente und Tod. Der gleiche Gestank wie in jedem Verlies. Der Dolch. Ich hatte den Eindruck, dass der Kardinal sich sehr für den Dolch interessierte. Seine Eminenz behauptete, niemals eine solche Klinge gesehen zu haben, doch er studierte sie mit unverhohlener Neugier. Er bot sogar an, mir die Waffe abzunehmen und nach ihrer Herkunft zu forschen. Eins stand fest. Es handelte sich um keine gewöhnliche Waffe. Der Dolch muss große Macht besitzen, sonst hätte ich ihn nicht in der Umwelt benutzen können. Ich frage mich, wozu er noch gebraucht werden kann. Wie es scheint, war die alte Klinge dem Mann wichtig. Dessen Stimme ich in der Umwelt vernahm. Ich bin nicht sicher, doch es könnte derselbe Mann gewesen sein, dessen Stimme ich hier in meiner Vision auf dem Friedhof hörte. So. Bei Personen haben wir noch was. Ah, der Scharfrichter. Ja, dem Scharfrichter haftet der Geruch des Todes an. Das könnte mir den Weg zu ihm weisen. Aber das hat nicht funktioniert. So, geht's zum Gasthaus. Bertram ist im Gasthaus. Ich bin gespannt, wie er reagieren wird, wenn er erfährt, welch trauriges Ende das Verhör des Bettlers nahm. Eieieiei. Wie gesagt, dass man so einen Typen überhaupt die Profession ausführen lässt. Geht mir nicht so ganz in den Kopf, aber gut. Das hier ist ja so ein bisschen anders, was das Christentum angeht hier, die ganze Chose. Ich bring dich nach Haus. Ich hab kein Zuhause. Wo wohnst du dann? Hier und dort. Es gibt viele Orte in der Stadt, wo man sicher schlafen kann. Woher bekommst du Geld für Kleidung und Essen? Von überall. Ich erledige kleine Dienste. Manchmal finde ich etwas oder ich bekomme etwas geschenkt. Und manchmal stiehlst du auch, oder? Manchmal. Leben auf der Straße ist hart. Ich will mich nicht beklagen. Ich bin nicht das einzige Waisenkind auf der Welt, wisst ihr? Andere sind schlimmer dran. Du bist ein richtiger kleiner Frechdachs, nicht wahr? Ich weiß, es ist nicht leicht. Ich war auch ein Waisenkind. Ich muss da lang. Bis später, Inquisitor. Bis später, Frechdachs. Das ist so sein Wort für sie, hä? Frechdachs. Ja, endlich geht's wieder. Fand ich ein bisschen blöd, dass die ganze Zeit die Option nicht verfügbar war. Also gerade im Verlies war das echt schwierig teilweise. Euer Zimmer ist bereit und wartet oben, Meister Inquisitor. Schenkt uns zwei Bier, ein Gastwirt. Ich zahle. Ich habe den Bettler im Verlies verhört. Er erwies sich als unschuldig. Habt ihr ihn freigelassen?
Ich war zu langsam. Der Scharfrichter ließ hungernde Ratten sich durch seinen Bauch fressen. Entschuldigung, was? Wow. Er trägt eine seltsame Maske. Es liegt wohl ein Fluch darauf, der ihn getrieben hat. Ich wollte sie ihm abnehmen, aber der Teufel hat sich im Verlies verbarrikadiert. Könnt ihr eure Männer schicken? Ich kümmere mich darum, aber erst nach dem Mummenschanz morgen. Alle Arten von Irren sind dafür in die Stadt gekommen. Sie alle trinken und prügeln sich. Ich muss für Ordnung sorgen, aber ich habe nicht genug Männer. Mir wäre lieber, ihr kümmert euch sofort darum. Ich habe nicht genug Männer, Inquisitor. Ich kann höchstens den Eingang zum Verlies abriegeln, um den Scharfrichter am Gehen zu hindern. Dann soll es so sein. Danke für die Einladung, Hauptmann. Das nächste Mal zahle ich. Was ist mit den ganzen Typen, die da noch eingesperrt sind? Die ganzen Kerle in den Käfigen? Ist egal. Die sind alle schuldig, wahrscheinlich. Ich will nicht wissen, wie viele Leute wirklich da für den sogenannten Glauben draufgehen müssen oder für die Wahrheit, die gar keine ist. Sie steht halt die ganze Zeit hier und wankt da rum. Was haben wir denn hier? Sehr geehrter Morde... Hatte ich das nicht schon gelesen? Aha. Sehr geehrter Mordemar Madadin, der Bischof von Hezron hat einen beunruhigenden Brief erhalten. Achso, das hatten wir, ja. Am Sperrtraum wird euch in Empfang nehmen. Genau, das hatten wir schon gelesen. Ja, dann. Ich find's halt echt krass. Die Darstellung hier ist schon sehr drastisch. Und also wir sind halt auch so ein harter Typ und es ist scheißegal, was mit den Leuten passiert irgendwie. Wacht auf, Inquisitor! Was willst du, Frechdachs? Den versprochenen Silberengel. Und das konnte nicht warten, bis ich aufwache? Aber ihr seid doch wach. Und ich fing an, dich zu mögen. Dass er mit Klamotten geschlafen hat? Fang. Der Gastwirt lässt ausrichten, dass euer Mahl bereit steht. Sag ihm, ich bin gleich unten. Frechdachs. Sie heißt Amelia übrigens. Sie steht immer noch da. Ist ihr Job. So. Willkommen, Meister Inquisitor. Wie war euer Schlaf? Nicht übel. Ist das nicht ein Münchener Dolch, wie die Landsknechte sie gebrauchen? Ihr kennt euch mit Waffen aus, Meister. Ein Andenken an meine Zeit in der kaiserlichen Armee. Er ist immer an meiner Seite. Setzt euch. Ich bringe euch euer Essen. Ja, was gibt's denn? Meine Frau hat gefüllten Hecht gemacht. Duftet köstlich. Braucht ihr sonst noch was? Informationen. Kanntet ihr Johannes Reuchlin? Natürlich. Er war Stammgast. Meistens saß er allein in der Ecke mit einem Krug des billigsten Weins. Die Leute nannten ihn geizig. Zu Recht, finde ich, denn er gab mir nie Trinkgeld. Na komm, ich bezahle ihn. Ist ja nicht unser Geld, von daher, es geht alles auf Spesen. Die Münzen, den Dolch, den Vampir. Ach du bitte. Ich meine, der Vampir ist zwar unsere Aufgabe, aber irgendwie... Ich glaube halt auch nicht dran, dass es ein Vampir ist. Was wisst ihr sonst noch über Reuchlin?
Er verstand sich gut mit dem Kardinal und verbrachte viel Zeit mit seinem Schüler Ingvar, der seine Pflichten übernahm. Ein paar Jahre lebte er in der Kiewer Rus, angeblich um Forschungen zu betreiben, die im Reich verboten sind. Aber soweit ich weiß, sind das nur Gerüchte. Er war ein guter Arzt. Die Menschen kannten und schätzten ihn, doch niemand kam zu seiner Beerdigung. Ingvar vermutete, Reuchlin sei an einer ansteckenden Krankheit gestorben. Er war besorgt, dass sich die Pest in der Stadt ausbreiten würde. Deshalb wohnte nur eine Handvoll Mönche der Zeremonie bei. Guck mal, das sind übrigens Rippchen, kein gefüllter Hecht, was er mir da hingestellt hat. Ich wollte es nur sagen. ich glaube, ich könnte nach allem fragen, von daher macht es keinen Unterschied. Was könnt ihr mir über diese Münze sagen? Sieht aus wie ein Witwenpfennig. Die wurden vor langer Zeit in Königstein geprägt, bevor der Löwe im Stadtwappen auftauchte. Mit einer solchen Münze wurden die Gebeine von St. Terentius Rufus erworben. Ich habe nie jemanden damit bezahlen sehen. Habt ihr was von einem Vampir gehört? Ihr meint, ein Vampir ist in Königstein? Christus, der Unbarmherzige, beschütze uns mit seinem Schwert. Habt ihr jemals so einen Dolch gesehen? Nein, mein Herr. Hier übernachten viele Reisende. Und ich habe schon viele Waffen gesehen, aber keine wie diese. Sie scheint alt zu sein. Fragt die Gebrüder Finkelstein. Drillinge, die im Hafen ein Lagerhaus haben und mit Antiquitäten handeln. Ihr werdet sie leicht erkennen, da sie ständig streiten. Danke, Gastwirt. Ihr wart sehr hilfreich. Naja. Finkelstein, Ich habe noch nichts über den Vampir erfahren. Der verdammte Blutsauger versteckt sich gut. Er weiß sicher, dass ich ihn suche. Ich sollte mit den Fragen aufhören. Wenn die Bestie sich sicherer fühlt, wird sie unachtsam werden und einen Fehler machen. Dann habe ich sie. Bist du dir sicher? Wer hat... Das ist halt, ich würde halt erstmal wissen wollen, wer hat überhaupt von diesem Vampir erzählt in erster Linie. Kleiner Dieb, du entkommst mir kein zweites Mal, Stinker. Ich wette, es ist Amelia, die hat dieselben Klamotten an. Oder? Oh, aber klaut sogar Wachen, das ist frech. Nee. Ach, das ist doch ein Junge. Aber vor den Augen der Wachen. Das ist schon dreist. Haltet den Ding! So, jetzt krieg ich ihn. Diesmal nicht, Freundchen. Oh. Wow, was war das? Bei den Nägeln und Dornen. Oh. Lass los, Huren! Voll die Fresse! Brandmarkt ihn mit einem glühenden Eisen. Das lehrt ihn vielleicht nicht zu stehlen. Ich gebe dem Mönch den Geldbeutel zurück. Wie ihr wünscht, Meister. Das war ein Mönch? Junge, jetzt gibt es heiße Backen. Alter, das arme Kind. Warum muss man den so krass bestrafen? Finde ich da ein bisschen übertrieben? Was ist er denn? Ah. Naja, wie gesagt, wir sind halt ein Inquisitor. Der muss, glaube ich, schon ein bisschen härter durchgreifen, aber ich find's doch etwas heftig. Das ist ein Mönch, der ist doch voll Hacke, oder? Der sieht echt besoffen aus. Ich glaube, das gehört euch, ehrenwerter Pater. Ich weiß nicht, wie ich euch danken soll, Meister Inquisitor. Das ist alles, was ich besitze. Ihr seht nicht aus wie ein Mitglied des hiesigen Ordens. Das habt ihr richtig erkannt. Ich bin Lothar. Einer der Sucher der wahren göttlichen Offenbarung. Wir sind eine kleine und arme Gemeinde. Es gibt nur wenige von uns im ganzen Reich. Was führt euch nach Königstein? Die umfangreiche Büchersammlung der örtlichen Bibliothek. Ich werde die nächsten Tage dort sein. Solltet ihr Hilfe benötigen, sucht mich dort auf. Okay. Komm mal ins Tagebuch. So, schnappt ihr den Dieb. Ja, ich find's halt, wie gesagt, immer noch ein bisschen heftig.
Ein lumpengekleidetes Kind erschien aus dem Nichts und stahl meinen Beutel mit Schersken. Der kleine Dieb ist ein junger, durchtriebener Kerl, der sich so durchschlägt. Traurig, denn dieses Dasein wird sich nicht gut, wird sicher nicht gut für ihn enden. Ja. Oh, warte. Der Vampir, den es wahrscheinlich gar nicht gibt. Ich hatte gehofft, der Gastwirt wüsste etwas über den Vampir und könnte ihn womöglich einen Verdächtigen nennen. Doch schon bei der Erwähnung des Blutsaugers wurde der gute Mann leichenblass und bekam Angst. Gestalt im roten Mantel. Als ich den roten Mantel erwähnte, reagierte der Kardinal sehr aufgewühlt. Er beteuerte, keiner seiner Soldaten sei zu einem derart abscheulichen Verbrechen fähig. Der Bettler hatte recht, es war eine Frau, die den roten Mantel trug und die Hure tötete. Sie schien überrascht und erschrocken über das, was sie getan hatte, als sei ihr erst nach der Tat bewusst geworden, was geschehen war. Ist es möglich, dass sie Amok lief? Naja. Oh, ich werde das einfach nochmal markieren. Der Johannes. Bruder Lothar. Ein bewundernswerter, betagter, gelehrter Mönch, der aus einer armen Gemeinde der Sucher der wahren göttlichen Offenbarung stammt. Ein ergebener Diener Gottes, der dem Wort des siegreichen Christus folgt. Aha. Des siegreichen Christus, ne? Oh, Nontle. Von der habe ich ja noch gar nichts gesehen. Die dunkelhäutige Nontle ist eine vertraute Dienerin der Gräfin. Isabella schickt sie oft zum Hafen, um Waren zu erwerben, die Seeleute und Händler aus Übersee mitbringen. Ach so, ja, das... Ein fröhlicher, netter Kerl, wenngleich seine Gier nicht gerade Hochachtung abnötigt. Warum gibt er denn solche Adjektive? Fröhlicher, netter Kerl. Oder hier bewundernswert. Also habe ich jetzt noch nicht so ganz mitgekriegt, dass die diese Eigenschaften haben. Das hat er denen jetzt einfach so angedichtet. Aber gut. Er ist sehr schnell voreingenommen, glaube ich. Irgendwie. Ich finde es ein bisschen schade, dass es nicht so wirklich Sidequests gibt. Gefühlt. Also klar, man kann ja das mit dem Geld jetzt, aber ist ja auch nicht so wirklich eine Sidequest, sondern man muss es machen, dass es mit der Hauptquest weitergeht. Viele Leute. Ich sollte mir anhören, worüber sie reden. Vielleicht finde ich heraus, wo die Gebrüder Finkelstein ihr Lagerhaus haben. Ja, ich habe es mir schon gedacht. Ich muss sie da belauschen. Gekauft habe. Was ist das? Ein Aphrodisiakum aus Afrika. 3 Tropfen machen euren Gatten zum Hengst. Okay. Meiner könnte einen ganzen Krug brauchen. Verkauft's. Die Gebrüder Finkelstein. Die Drillinge, die sich ständig zanken. Ja, sie haben ein Lagerhaus am Ende des Piers. Drillinge. In so einer Zeit, ne? Solche Tricks ziehen bei uns nicht. Wir feilschen nicht. Vielleicht machen wir für unseren geschätzten Kunden eine Ausnahme. Du musst deinen Prinzipien treu bleiben, lieber Bruder. Ohne Ausnahme. Was wird das? Guter Händler, böser Händler? Glaubt ihr, ich kenne diesen Trick nicht? Außerdem kaufe ich sowieso nichts. Ich habe kein Geld. Dann geht uns nicht auf die Nerven! Verpisst euch! Guck mal diese Plauze an! Bruder! Oder du bekommst einen Anfall! Alter! Jetzt schon noch Mopsbäuche, du! Habt ihr von den Kerlen gehört, die sie im alten Wald gefunden haben? Die zwei, die von Wölfen zerfleischt wurden? Es heißt, es war kaum etwas von ihnen übrig. Selber schuld! Hätten sie nicht nachts diesen Weg genommen, würden sie noch leben. Warum muss ich jetzt lauschen, wenn ich eh den Weg angezeigt bekomme? Eieiei. Ich finde es immer noch sehr toll. Es sieht so detailliert aus.
Und so viel Tote überall. Ach, ist das schön. Guck mal. Die sind aber auch echt. Also ich glaube, ne, Tote oder generell Menschen, die sind da nicht sehr viel wert hier. Schon krass. Ah, muss ich wieder lauschen. Naja, komm. Ich dachte, ich kann auch so hingehen mit denen quatschen, aber... Ich könnte einfach jemanden fragen, wo das Haus ist, also dieses Handelshaus da. Wie lange gedenkt ihr zu überleben? Wieso habt ihr es so eilig? Ja, darf er nicht nachdenken? Vom Nachdenken kommt kein Brot auf meinen Tisch. Der Kunde hat immer recht. Nehmt euch diese Worte zu Herzen. Richtig, vergesst das nicht. Und nun lasst uns nachdenken. Du hast verloren, also bezahl! Gar nicht. Er hat verloren. Lasst mich da raus. Ich will mit dieser blöden Wette nichts zu tun haben. Bezahl jetzt, verdammt! Hast du gehört? Bezahl ihn! Fickt euch! Okay. Sie sehen nicht wie Drillinge aus, aber sie sind es. Nee, sind sie überhaupt nicht. Klappe halten! Wir haben einen Kunden. Wie können wir behilflich sein, Meister Inquisitor? Es heißt, ihr wisst viel über Antiquitäten. Damit handeln wir, Meister. Wir sind bescheidene Händler. Ja, ich muss eh beide ansprechen. Könnt wahrscheinlich. Könnt ihr mir etwas über diesen Dolch sagen? Solche Klingen wurden von Gardisten benutzt, die an der Seite von Kaiser Valens in Adrianopel fielen. Die Westgoten handelten ihre Waffen mit Persern. Wahrscheinlich brachten Wikinger den Dolch in den Norden des Kontinents. Was faselst du? Von Gardisten und Wikingern? Das ist eindeutig eine Atama, ein zeremonieller Dolch, der von den Hexern der Kirvarus benutzt wurde. Sehr alt. Ich denke, er gehörte den Duleben. Wahrscheinlich kam er als Kriegsbeute hierher. Du hast keine Ahnung, Schafskopf. Eine Atame hätte einen schwarzen Griff, anders als dieser Dolch. Es ist eine Klinge von der Krim, die wahrscheinlich Medizinern zum Aderlast diente. Wem gehört dieser Gehstock? Sicher, der gehörte dem alten Arzt Johannes Reuchlin. Er hatte ihn immer dabei. Genau, hab ihn damals selbst verkauft. Für ein Butterbrot. Du hättest mehr verlangen sollen. Hat dich irgendwer gefragt? Gib zu, dass du die Wette verloren hast. Genau, rück die Münze raus. Ihr könnt mich beide am Arsch lecken. Vergnügen muss man sich verdienen. Wow. Vielleicht eine falsche Fährte. Reuchlin ist tot. Er kann die Hure nicht ermordet haben. Der Gastwirt sagte, der alte Mann sei häufig im Gasthaus gewesen. Wenn der Gehstock irgendwo in der Nähe zerbrach, könnte er ihn weggeworfen haben. Andererseits könnte der Stock nach seinem Tod den Besitzer gewechselt haben. Oder er ist nicht tot und er ist der Vampir. Es ist schön, euch wiederzusehen, holde Nontle. Die treue Dienerin der Gräfin. Sie trägt die Kette mit violettem Stein, die der Bettler erwähnte. Ich glaube, ich sah eine solche Halskette in meiner Vision und in der Unwelt. Erspart mir die Floskeln. Euer Buhlen beeindruckt mich nicht. Ich bin nur an euren Waren interessiert. Wie immer, schön, kühl und direkt. Leider haben wir nichts Neues. Unser Schiff hat noch nicht angelegt. Was ist mit diesem Dolch? Er sieht interessant aus. Der Gräfin würde er sicher gefallen. Leider steht er nicht zum Verkauf. Doch es wäre mir eine Ehre, wenn die Gräfin mich treffen würde. Sieh an! Der Inquisitor. In der Stadt kursieren Gerüchte über euch. Die Gräfin ist sehr beschäftigt, aber einen Gesandten des Heiligen Offiziums wird sie nicht abweisen. Erwartet einen Boten, Meister Madadin. Das spricht sich wohl schnell rum, ha? Huh? Sie ist reizend, oder? Gut, wir haben geplaudert, aber kein Geschäft gemacht. Wollt ihr etwas kaufen, Meister? Genau, Inquisitor. Seht euch unsere Waren an.
Ich finde, vom Timbre geht sie so ein bisschen in Richtung Marion von Stengel. Kennt ihr sie? Wahrscheinlich kennt ihr sie. Durch Pamela Anderson zum Beispiel. Aber wir machen jetzt erstmal Schluss hier. Das war's. Nächstes Mal geht's weiter und ich hoffe, ihr habt Bock. Lasst mir gerne ein Like auf die Folge und wir sehen uns wieder. Das ist ein Spartaner-Schild übrigens. Jo, bis dann mit dem Inquisitor.